das Video nur deswegen, weil die Easica-Chips ein bisschen anders sind, als wie die Chips, was wir kennen, von Elif und was weiß ich. Und in der Beschreibung auf Englisch, das sehr, sehr knapp gehalten wird und das meiste musst du eigentlich selber suchen. Schaut einmal bitte in der Omat, wo Nickel 200 steht, das was jetzt bei euch blau-grün hinterrand unterrandet ist. Wenn ich jetzt unten mit der Menütaste drücke, jetzt ist es rot geworden, seht ihr es? Jetzt kommt Power, dann kommt wieder Nickel und rot ist immer das, was zum Verstellen ist. Ja? In dem Fall haben es die 35 Joule, dann könnt ihr unten mit Minus nach unten gehen. Das ist in etwa vergleichbar mit Watt für Temperatur. Ja? Wir haben jetzt bei Nickel 200, dann könnt ihr euch da. Dann geht es wieder auf die Mode-Taste in der Mitte. Jetzt habt ihr die Temperatur 230 Grad Celsius, könnt ihr auch verändern, weil es rot ist. Im Moment, wo es die Feuertaste drückt, geht es ins Weiß über und ihr könnt, habt oben klein die zweite Form, die Joule, 35,1 Joule und könnt jetzt feuern. Und dann zeigt er euch die Live-Anzeige. Am Anfang kann es einmal sein, dass er 900 Grad oder 600 Grad anzeigt. Das ist aber nur in der Einstellung. Ist die Temperatur oben klein, wenn ich also umstelle unten mit der Mode-Taste oder mit, ja, mit der Menütaste. So, und jetzt seht ihr oben Rot Nickel 200. Dann könnt ihr mit der Feuertaste unten wechseln. Im TCR-Bereich, SS316 oder TC1 und dann wieder Nickel. Dann mit der Enter-Taste oder Mode-Taste. Ja, ich nehme jetzt die mittlere Taste da oben, Enter oder Mode. Die Power ist dann wieder für den Power-Modus rein im Wattbetrieb. Und dann kommt es wieder auf die Joule und jetzt stehen oben die Temperaturen. Wenn es jetzt dampft, hat es auch wieder im Nickel 200. Aber ihr habt die Live-Anzeige oben nicht. Die Grade bleiben stehen. Das muss man wissen, es ist schwierig zum Zeigen. Aber generell gilt immer, alles was rot ist, ist dann einstellbar. Das gilt für das große Display und das gilt aber auch, wenn dann Nickel 200, schaut es oben nochmal, das was jetzt blau hinterlegt ist. Links neben dem M4. Seht ihr es jetzt, wird es nicht. Da kann ich nämlich da wieder wechseln mit den Parametern, mit Plus oder Minus, in einen anderen Temperaturbereich. Das ist einmal das Wichtigste. So, das andere brauche ich nicht stark erklären. Der Puffzähler oder der Zugzähler, der stellt sich jedes Mal auf Null, wenn es neue Akkus einlädt. Also wenn es nicht über USB lädt, das was man auch kann. Und was man nur hat, wenn jemand sagt, Temperaturdampfen, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Dann drückt es unten Plus und Minus gleichzeitig, dann kommt es in den Novize unten. Ne? Lässt es? Novize. Da könnt ihr gar nichts mehr machen, außer mit der Mode- oder Enter-Taste wieder auf Rot und dann könnt ihr euch, da hat es rein im Wattbereich. Rein im Wattbereich. So, dann habt ihr jetzt vier Programme. M4 brauche ich eigentlich auch nicht stark erklären. Nehmen wir jetzt einmal, bleiben wir im Wattbereich, in dem Novizbereich. Da habt ihr nur Watt, keine Temperatur. Das ist ein bisschen so eine Vereinfachung, dass man nicht überlegen, was bin ich im Watt oder im Temperaturmodus. Stellen wir uns einmal ein, 28 Watt auf dem Parameter, könnt ihr es lesen, M4. Dann drücken wir wieder die Mode-Taste, beziehungsweise da müsst ihr die Feuertaste oder Mode, so dass halt das Rot wieder weg ist und dann könnten wir jetzt im Wattbereich dampfen. Und dann könnt ihr euch da die fünf Programme einstellen. Das heißt, ihr drückt mit der Feuertaste, bleibt drauf 2 Sekunden und dann könnt ihr einzeln weiterschalten. Ne? Programm Punkt 5 war jetzt 60 Watt, Programm 1 10 Watt, Programm 2, also M2 oben immer, oben rechts schauen, oben mit der Plus-Taste könnt ihr das schalten. Sonst könnt ihr nichts machen. Jetzt haben wir wieder bei den 29. Ändert jetzt die Einstellung, indem es auf die Menütaste geht. Dann bleibt es natürlich jetzt die Änderung, wenn es jetzt dann runter geht, zwingt meiner auf 27,4, bleibt es unter M4. Wenn es dann wieder die rote Taste wickert jetzt oder wartet, bis das Rot weg ist, dass nichts mehr versteht um. Leute, es ist so hell, das Display bei dem Gerät. Es ist ganz schwierig, dass ihr Licht kriegt, dass ihr euch oben das ist ein bisschen zeige. Also, das ist das hellste Display, was ich bis jetzt gehabt habe. Und jetzt könnt ihr mit der Feuertaste wieder die Menüs abrufen. Ne? Seht ihr es?
Dann drücken wir wieder Plus und Minus gemeinsam. Dann haben wir Powerful. Und jetzt geht es mit der Minus-Taste. Das heißt, wir haben aber auch wieder Ohmert im Nickel 200. Das heißt, wir haben jetzt wieder alle Parameter. Wenn ich jetzt mit der Mode-Taste wieder gehe, haben wir Nickel 200. Die Watt-Einstellung, was mit der Temperatur, dann gehen wir sofort in den Joule-Bereich, im Temperaturbereich. Und dann wird Nickel 200 und dann könnt ihr wieder da drinnen umeinander gehen in die Temperaturdrähte, wo ich habe. So, bleiben wir bei Nickel 200 und dann mit der Feuertaste oder mit der Menütaste immer wieder bestätigen. Ihr müsst es nochmal entschuldigen, wenn es ab und zu ein wenig spiegelt, aber ich kann es, es ist ganz, ganz schwierig, euch das so zum Zwang. So, jetzt nochmal. Dann gehen wir runter auf Powerful, das haben wir auch noch. Wenn ihr jetzt die Minustaste drückt und drauf bleibt, dann habt ihr einmal das aktiviert und dann könnt ihr in Einzelklicks, Soft, Standard, Powerful, Powerful Plus, Soft, Standard. Das sind die Grundeinstellungen, entweder Sanftanlauf praktisch oder Powerful Plus, das mit ein bisschen mehr Leistung. Steht aber nichts Genaues beschrieben. Meine Empfehlung ist, normalerweise kann sie jetzt da nichts verstellen, unten, aber es kann sie eben doch was verstellen. Entweder ich kann da von Standard auf Powerful kann man verstellen, weil das sehr leicht auslöst. Also es ist ein guter Druckpunkt, versteht es mir nicht falsch, aber wenn ich das in eine Tasche reinschiebe, oder ich könnte mir auch rechts, ist mir auch schon passiert, könnte ich dann vom Nickel 200 in einen anderen Modus käme, Edelstahl oder was, und passt nicht auf und dampft los und kann man die Nickel ruinieren. Was mir auch letztes Mal passiert ist, ich bin im Nickel 200, dampf ein Nickel 200 Draht, wie Sie es ja seht da, meist so mit 35 bis 40 Joule, 220, 230 Grad Celsius. Und wie es der Teufel haben will, habe ich anscheinend irgendwie beide ausgelöst und bin in den Novitz käme, also in den Wattbereich. Hab nicht aufpasst, hab draufdruckt. Also das Gerät immer locken. Und wie geht das? Schaut oben das Zeichen an, ganz rechts oben. Ich halte es wieder so halbwegs hin. Dreimal klicken, dann geht das Schloss zu. Allerdings kann ich weder feuern noch da unten was irgendwie verstellen. Also dann ist komplett Transport gelockt. Dann schalte es wieder ein, dreimal klicken und dann geht das Zeichen wieder auf. Okay? Das andere erklärt sich von selber. Was man jetzt nur machen kann, wie kann man das Gerät ausschalten? Fünfmal klicken, dann kommt es in ein Menü. So, jetzt schauen wir mal, ob ich es euch anzeigen kann. Und da habt ihr jetzt System off. Da könnt ihr dann Temperaturunit, da könnt ihr zwischen Fahrenheit und Celsius. Dann könnt ihr einen manuellen Koeffizienten eingeben und die Standby-Zeit ändern, indem es mit Plus oder Minus wartet, wandert. Mit der Exit-Taste und der Enter-Taste bestätigt, raus aus dem Menü. Wenn du fünfmal klickst und bist dann oben Power Off, bestätigst das mit Enter, dann sagt er Bye Bye. Einschalten, wieder mit fünfmal Klick. Dann kommt zuerst das Power, das Pioneer-Zeichen. Und dann bist du wieder erinnert. Ansonsten sage ich jetzt nichts, das ist Geschmackssache. Mir gefällt es so recht gut. Da hinten die Lichter, das hätte man sich sparen können. Wenn ich vorn dampf, ja, dann habe ich hinten so eine Lichtorgel drinnen. Ist selbst für Kinder oder die, wo halt drauf stehen. Du selber hast nichts davon, weil du das ja in der Hand hast und das gar nicht siehst. Aber das sind jetzt so Sachen in der optischen Sachen. Was ich sehr gut finde, das ist bei der Akkuverschlussdeckel haut super hin. Da habt ihr da eine Nase, kennt es auch nicht aus. Noch vorn drücken auf T-Klappen, Akkus rein, oben drücken, einschieben wieder. Ist auch stabil, nur natürlich dürft ihr es nicht andrücken und auf den Tisch schieben, sonst kann es sein, wenn ihr unten eine Matte habt, eine Gummimatten oder sowas, dann kann es euch aufspringen. Wie gesagt, mir gefällt das Teil recht gut, aber es ist halt ganz anders zum Bedienen, als wie die Chips, was wir mir jetzt kennen. Die hiesigen Chips. Und du tust das am Anfang einschalten, klickst dann fünfmal. Dann musst du das auch wieder abwarten, das dauert ein bisschen, du kannst noch gar nicht zugreifen, bis das wieder weg ist. Und dann erst kannst du zugreifen. Dann hast du ein sehr helles Display.
was gut ist, aber was schlecht ist für die Kamera jetzt. Ja, und dann hast du aber das farblich unterlegt. Das ist eigentlich recht schön gemacht, nur die Bedienungsanleitung ist grottenschlecht und nur auf Englisch und sehr wenig erklärt, sondern nur so Überbegriffe, und das andere muss man sich selber suchen. Und da kann man schauen, mal ein bisschen, wenn man jetzt lange Zeit die eLeaf und Wismac und was weiß ich, was sind, oder Joytech, die wo relativ identisch sind, gewohnt ist. Schwachpunkt ist nur das Display dort, das ist sehr schnell. Also mit dem Finger da nicht, da muss man es gleich wieder sauber reinigen. Schatz, dass du mit dem Finger nicht eingreifst. Das ist kein so guter Kunststoff. Seht ihr, da bleibt immer so ein Ding. Schaut nicht so schön aus. Gut, ich ganz schnell, kurz und schmerzlos, die wichtigsten Parameter habe ich euch erklärt. Vielleicht habe ich den ein oder anderen helfen können. Danke auf alle Fälle fürs Einschalten. Pfiat euch.